Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute auf Gronkh. Pumpkin Days Folge 10, Skandal, Item, Dupes und Lootbox. Würde sagen, wir schnacken auch gar nicht rein, wir gehen auch direkt rein. Aber Leute, wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, gerne Au-Button und Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, würde mich ebenso freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir gehen auch direkt rein und let's go. Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Pumpkin Days und du verkaufst jetzt deine Erdbeeren, habe ich gehört. Ich habe einen Teil in der Kiste. Einen Teil habe ich in meiner Kiste und einen Teil habe ich vorne im Schrank. Hast du jetzt eine Kiste bei dir im Dings da? Nee, also vorne in der Verkaufskiste habe ich einmal reingeballert. Aha, okay. Wie lange dauert das denn immer? Einen Tag wahrscheinlich, wird einmal am Tag geholt. Genau, die wird morgens geholt dann und dann... Das ist gut. Okay. Ja, geil. Ja, mit einer Küche kann man bestimmt auch was Schönes machen aus den Erdnüssen, so Flips oder so. Aber jetzt aktuell sind wir natürlich angeschissen, um das mal so zu sagen. Wir haben nichts, wir sind nichts, wir haben nichts, wir können nichts. Huch, und wir müssen dringend gucken, dass wir hier auf den grünen Zweig kommen. Uff. Warte mal, hier ist die Bar. Ach Gott. Irgendwann lerne ich das mal mit der Map hier. Die Bar, du. Hier kann man wohl Möbelstücke kaufen, aber ist das eine Kiste hier? Frage ist ja, was du da reinpacken kannst, ne? Naja, wahrscheinlich dann alles, ne? Weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich kann man auch in Schubladen Klamotten packen oder Erdbeeren oder was auch immer. Oh, kostet halt einfach mal 600, so ein Scheißschrank. Ne? Das ist so eine Wucherstadt hier einfach. Order Furniture. So, buy and sell. Achso, ich mach erstmal Cell. Wie viel... Ach ja, Seeds kann man ja auch machen. Braucht man nicht unbedingt, ne? Okay, Erdbeeren geben nur 5. Was sind hier? Hallo? Wieso ist dieses eine Lied immer so extrem laut? Weiß ich nicht. So, wie habe ich jetzt? 830. Errungenschaft freigeschaltet, Seasoned Farmer. Wow. Okay, die alte Badehose verkaufe ich auch mal. 10 Grilled Fish. Gibt 200 und nochmal 200. Will mal 1200, Tobi. Geld? Ja. Alter. Dann die kommen auch nochmal weg. Tetrapack bringt auch nochmal viel. 1330. Jetzt geht's richtig los. Er und seine Fische. Ja. Have a nice day. Ciao. Ich kaufe mir jetzt eine schöne Angel. Obwohl... Ich habe das Gefühl, dass Angeln sich später halt überhaupt nicht mehr lohnen wird. Das ist nur so ein unbestimmtes Gefühl. Weiß ich. Wahrscheinlich machst du durch die Ernten später mal mehr Geld, ne? Ja, wahrscheinlich ja. Vor allem durch Massenernte. Und dann muss man noch ein paar Leute einstellen. Was mit? Ach, die Bilder. Game has been saved. Das wird dauernd gesaved, das Game. Warum? Das sind diese Lags, also, glaube ich. Wieder der bist. Achso, ja, das kann natürlich sein. Da kann ich so hohe Summe einfach nicht speichern. So, wo waren denn hier die Möbels? Furniture-Dingens. Muss ich mal auf die Karte gucken vielleicht. Furniture. War gerade beim Blacksmith. Jetzt gehe ich zu Furniture. Clothing Store. Ich habe mir immer schon einen Pulli geleistet. Hallo Vera. Foto, wie geht's dir denn? Ja, hier bei Fires und Friends Furnishing. Ja, alles klar, Friendship, gib mal her. Buy and sell, order furniture. Basic Black Single Bed Well Pick Plushy. Order Request. Hä? Hab ich das schon? Oder kann ich das verkaufen? Nee, ist ja Order. So, was kann ich denn kaufen? Paintings. Ein Bett. Black Filing Cabinets. Ist irgendwie gar nicht das Bild das Richtige dazu. Fun Cupboard. Antique Wardrobe. Aber passt da auch was rein? Das sind ja keine richtigen Schränke, oder? Also schon, aber halt für Klamotten. Ja, das weiß ich halt auch noch nicht so genau. Hipster Cat Painting. Accident the Rapper Poster. Ich will nichts davon haben. Ein Blumenbettchen, eine Couch. Ich brauche erstmal 50. Hast du dein Crafting Table auch hier gekauft? Nee, den habe ich gekauft gegenüber in dem Shop. Gegenüber? Bei. Wie hieß der denn? Home Improvement. Aber ja, genau. Okay. Die haben auch noch ganz coole Sachen, aber Preise halt, ne? Hier ist ja der komische Kumoko. What do you think of bugs?
Die sind voll cool. Schaukomoko. So, hey Eddie. How are you doing? Build, move building, destroy building. Was kann ich noch bilden? Dir deine Meinung. Tobias, bitte. So. Buy and sell. Oh, Big Backpack kann man hier kaufen. Für 2000? Für 2000. Large, also Schnapper. Large Storage Crate für 1200. Oh, was? Aber ich meine, das wäre doch schon mal was, oder? Ja, aber das ist doch alles viel zu teuer, Alter. Ja, ist es auch. Smelter brauche ich gerade noch nicht. Eine Kitchen kostet 400, aber die kriege ich doch bei mir nicht ins Haus, oder? Klar. Fischgrill 800. Wallpaper Tools 3000. Wieso kann ich hier nichts einsetzen? Hallo? So. Soll ich mal eine Storage Crate kaufen für 1200? Das war wahnsinnig teuer. Wieso? Oh, ich hab, ja, noch, mal. Ich hab ja noch Erdbeeren. Huch. Ich kann nichts pflanzen gerade. Ich kaufe die einfach mal. Ich hoffe, ich krieg die zu Hause unter. Ja, okay. Wieso kann ich nichts einpflanzen? Weiß ich nicht, Tobi. Ich klicke, aber es passiert nicht. Vielleicht haben die Blumen schon Feierabend. Ja, hier geht's. La, la, la. Was denn? La, 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 da war vorbei la, gewesen mit dem Farbentraum. Tobias, du bist der Messias. Ich hasse das, meinen eigenen Namen zu hören. Tatsächlich. Echt? Wieso das denn? Weiß ich nicht. Warum denn, Tobias? Ich mag es, wenn man den überbetont. Dann klingt der immer so, wie so, als müsstest du dein Zimmer gleich aufräumen. Ja. Meine Mutter hat das tatsächlich früher immer so überbetont dann. Boah, ist ja furchtbar. Das ist ja ganz furchtbar. Ja. Okay, ich habe 431. Aber ich glaube, ich spare mal auf eine neue Angel. Weil die alte ist bald schon puto. Und wenn ich mir jetzt eine Küche kaufe, kann ich mir keine neue Angel leisten. Ist schon schwierig, Tobi. Ist schon schwierig alles, ne? Es ist schon schwierig. Was? Quatsch, bin ich der Zwischenmensch. Ja, mir spielt die ganze Zeit diese spanische Musik. Ja, man muss immer so reden. Habe ich dann eigentlich irgendwo diese Crate? Wo ist denn die jetzt? Eigentlich im Inventar war das Tischchen vorhin. Oh ja, Large Storage Crate, okay. Mal gucken, wo ich. Ja, so large ist das jetzt aber nicht, möchte ich mal feststellen. Weil jetzt ist gerade so. Ich meine, theoretisch sind ein Crafting Table. Crafting. Ein Crafting Table brauchst du dir jetzt, glaube ich, nicht holen eigentlich. Du könntest es ja theoretisch bei mir craften. Hey, warte mal. Ja, theoretisch ja. So, ich muss leider mal kurz umdekorieren in meinem riesigen Haus. Dekorieren. Aber übertreib's nicht wieder, ja? Oh, jetzt habe ich zwei Betten und zwei Teddys. Hä? Ich konnte die gerade nicht aufheben, aber die sind trotzdem ins Inventar gewandert. Cool. Vielleicht kann ich die verkaufen. Noch einen schönen Deal machen. Alter. So, ein bisschen Platz lasse ich noch, damit ich da auch reinkomme wieder. Na, 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 na. So, Q und L war das. So. Und den Teddy. Den mal setze ich mal da hin. Flupp. Oh, das regnet immer noch, ne? Ja, also Bett und Teddy sind immer noch im Inventar. Cool. Hammer, du kannst den Teddy bestimmt verkaufen. Sieht so aus. Habe ich erstmal einen fetten Dupe-Cheat entdeckt. Richtig schön. Boah, Tobi, hier ist jetzt richtig schön geworden gerade. Oh, Alter. Oh, ich hab Platz. Echt? Ist die groß? Die ist sehr groß, ja. Oh, nice.
Ich würde jetzt sagen, ich werde nie was anderes brauchen, aber wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Das ist von Grund auf gelogen, wenn du das sagst. Ja. Ich tue mal den ganzen Fisch in die Kiste. Fisch. Und ich tue auch mal das Bett und den Teddy in die Kiste, dann habe ich ganz leere Taschen. Hab noch zwei Macadamia Tree Seeds. Ich habe wirklich noch ein Bett und ein Plüschtier übrig. Das ist nice. Das finde ich sehr erquickend. Oh, Salat ist fertig. Der Salat ist fertig. Es ist noch Soße da, Tobias. Soße da, Tobias. Gönn dir Soße. Auf dein Schulterstück. Schulter. Morgen gibt's Rouladen mit Sauerkraut und Senf. Übermorgen Fladen. Das Rezept hab ich aus Genf. Ah, schön. So. Klingt bei dir wahrscheinlich beschissen, weil du gerade ganz andere Lieder hast, ne? Ich hatte gerade gar keine. Also ja, cool. Ja. Bei mir ist hier die ganze Zeit das Piano-Lied, aber diese entspannende Barmusik. So, nachdem du dir jetzt einen Pulli geholt hast, ich habe mir auch mal was zum Anziehen gekauft. Oh oh. Ganz anderer Mensch. Endlich hast du deine Blöße bedeckt, Tobi. Das war mir schon ein bisschen unangenehm, ständig deine nackte Haut zu sehen, aber jetzt ist alles anders. Ich hätte mir auch noch Ohrringe kaufen können, das Problem aber hatte ich leider nicht gesehen. Die Brille bringt dich auf jeden Fall durch den Winter auch, die hält dich warm. Ja, natürlich. Was meinst du, wenn ich die 2 Kilometer weiter unten anziehe? Da hält die mich warm. Ja gut, aber da musst du aufpassen, mal Sonnenschein, kann sein, dass da so ein kleines Rauchfähnchen aus dem Schlitz drauf. Okay. So. Sag mal, Lettuce kann ich nicht, doch, ah ja, Seeds, genau. Ich muss ja, Seeds. Drop the bass. So. Tobi, weißt du, was richtig anstrengend ist? Was denn? Samen in die Erde setzen. Ja, das ist heftig. Das ist einfach, ganz ehrlich, Leute machen Workout, aber die wissen aber nicht, was das hier bedeutet einfach. Mit ihren lächerlichen Sit-Ups oder was sie da machen. Also irgendwas ist mit dem Server komisch. Ja, ich weiß auch nicht so recht. Vielleicht, weil so viele Leute das spielen, aber das kann eigentlich nicht sein. Es gibt ja keinen Zentralserver. Es sei denn, vielleicht gibt es ja einen, der alles überprüft oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier das Holz gehackt und das Holz geht aber nicht runter, aber meine Ausdauer geht weg. Das ist nicht so gut. So, ich kann... Oh nein, ich habe ein Feld aus... Wie kann das denn passiert sein? Jetzt bin ich doch ohnmächtig. Nein, doch nicht. Okay, ich bin völlig am Limit. Wollen wir schlafen gehen? Du, Tobi, ich bin froh, dass du fragst. Komm, lass uns da niederlegen. Die Musik ist toll, wenn man schläft. Ich mag die echt gerne. So, gut geschlafen. Und draußen ist schon wieder was reif. Ja, die Kartoschkis, glaube ich. Ne, die Rüben und die Kartoffeln. Oh, wow, Tobi. Und es regnet schon wieder. Das kann durchregnen bis zum Winter jetzt von mir aus. Von mir aus auch. Wer braucht denn diese Verkackung? Gar nicht mehr, ne? Ne, irgendwie ist Kartoffeln echt billo geworden. Ich finde, der Salat, der lohnt sich noch ganz gut eigentlich. Salat, finde ich, muss man immer zu viel machen. Also ist gut für schnelles Geld, aber nicht viel Geld. Da musst du halt mehr machen im Endeffekt. Und ich glaube, am Ende läuft es darauf hinaus, dass man Sachen anpflanzt, wo man möglichst wenig Arbeit hat und möglichst viel mit verdient. Macadamia. Zum Beispiel. Das muss der Durchbruch sein. Wobei man die halt auch nur in bestimmten Zeitraum immer hat. Ja, ja, das ist richtig. Hallo? Ja. Muss immer das Gras ein bisschen wegsensen. Bruder, lass das Gras doch wachsen. Nein, das Gras ist bei mir immer daneben. Das Gras verhindert meine Hand-Augen-Koordination. So, also meinst du, Rüben bringt's noch?
Aber Rüben? Rüben sind halt. Rüben bringen halt viel. Man müsste jetzt mal ausrechnen eigentlich, ne? Kennst du Rübenwalder? Das ist die vegetarische Version. Natürlich. Wie das duftet. Nach Erde und Würmern. So. Hab mal eine Frage. Ja. Angenommen, du bist halt echt so Hardcore-Veganer. Und du isst eine Himbeere. Und du merkst es nicht, aber da ist ein Wurm drin. Ja, das ist ja dann eigentlich auch ein Tier, ne? Ja, ja, genau. Also eigentlich darfst du, ne? Also ich weiß, was macht man denn dann? Ich weiß es nicht. Vielleicht gilt es ja noch, weil man das ja nicht bewusst irgendwie, weil das ist dann vielleicht eher so Circle of Life. Ja, ich glaube aber nicht, dass es so wild ist, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Oder macht man bei Maden dann die Ausnahmen? Und bei Mücken. Bei Mücken macht man auf jeden Fall Ausnahmen. Niemand mag Mücken. Jeder, der sagt, ich mag Mücken, will sich aber nur wichtig tun. You have received something in the mail. Ich kriege wahrscheinlich wieder 100 Euro vom Bürgermeister. Der ist aber auch ein Spender da unten, ne? Der ist richtig spendabel auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht... Aber nee, ich kann nicht alles erfüllen, was der verlangt von mir. Richtiger Ehrenjohann. Sag mal, meine Bäume wachsen einfach gar nicht. Der Dünger ist weg. Oh, der hat den Dünger, glaube ich, gar nicht mitgespeichert. Der Dünger ist einfach weg gewesen. Okay, bei mir liegt der Dünger hier noch... Ach, warte mal, ich glaube, ich habe die... Habe ich die schon geerntet mit dem Dünger? Weil der hat halt gar nichts gebracht. Irgendwie... Oh, ich sollte auch Geld bekommen haben, weil ich habe doch Sachen verkauft. Über die Box. Ich hätte ein paar Erdbeeren behalten sollen, ich hätte die Erdbeeren aber weiter ausbauen sollen. Fertig. Ja, ich habe auch meine 20 verkauft, hat mich auch ein bisschen geärgert im Nachhinein. Ja, statt Kartoffeln einfach nur noch Erdbeeren machen, fertig. Naja, man lernt ja nicht aus, nicht? Ja, ist ja so, ja, ja. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, nicht? So, pick da Potato, pick da Potato. Ich glaube, Potato lasse ich dann auch erstmal. Aber was mache ich stattdessen? Mache ich noch Rübal? Mache ich noch Rübalfelder? Was denn? Hier an dem Klemmbrett, ne? Beim Bürgermeister. Yo. Gibt's Aufträge? Kann man Stadtaufträge aufnehmen, ja. Und was ist da? Ich kaufe Kartoffeln oder was gibt's da so? We are all in the mullet. I need 3 of them in 9 days. It's for a new recipe. Mullet? Potatoes? Ich mach mal, das mit den Potatoes mach ich mal. Ist das jetzt? Ja. Wo muss ich das jetzt hinbringen? Sehe ich das irgendwo? Wahrscheinlich zu einem der Einwohner? Tja, habe ich nicht drauf geachtet, wie der hieß. Scheiße. Ach, Tobi, du bist schon so ein Früchtchen. Ich trinke mal kurz was, man merkt es nicht. Ah. Köstlich. So, ich sollte noch was anpflanzen, solange es noch regnet. Aber andererseits ist meine Kondition schon so weit im Arsch. Ich hole mal Post ab. Wo ist denn Jamie jetzt? Das Blöde ist, ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Hab ich da noch was von, ey? Bei mir geht die Post ab. Hör doch, was ich sage. Bei mir geht die Post ab. Ich komm wieder, keine Frage. Hm? Ach, weißt du, was ich nicht verstehe? Hm? Es hieß irgendwie Deutsch. In diesen Büchern. Ja, das auch. Nee, was denn? Tschüss! Nee, was ich nicht verstehe. Hä? Warte mal, Payment for your last shipment. Achso, 502 Dollar kriege ich gerade. Für die Erdbeeren aus der Kiste. Ach, nice. Und nochmal 300 Dollar. Hä? Und nochmal 100 Dollar. Nice. Jetzt habe ich wieder 1300. Tobi, was soll ich machen? Ich werde mein Geld nicht los. Hey, geiler Sack hier. Ich habe gerade 1300 ausgegeben, jetzt sind wieder 1300. Tragisch. Und ich habe die Taschen voller Gemüse. Ja, direkt weiterverkaufen. Und dann nicht ohnmächtig werden. Ich geh mal zu Home Improvement. Bist du James? Huch, schau mal einer an, wer da ist. Friendship 2, cool. Hey, Eddie. Wie geht's dir? Too tired. Brauchst du irgendwas? Oh, ich muss Schauna ein Buch bringen und die steht genau neben ihm. Cool. Das ist die beste Quest aller Zeiten. Hey, Schauna. Cool, Tobi, ich habe eine Quest erledigt. Friendship plus 5 und was kriegen wir noch?
Shaunas Friends plus 1 Friendship Points. Ich habe bei Shaunas Freunden auch plus 1 bekommen. Und 40 Gold für nichts. Original für gar nichts. So. So ein Geldscheißer, Alter. Okay, die Sachen hier. Großer Rucksack 2000. Schwierig. Kriege ich die noch unter? Ich glaube nicht. Ich muss Geld loswerden, Entschuldigung. Oh. Du musst investieren hier. Du hast ja eine Crafting Bench, ne? Ich habe eine Crafting Bench, ja. Ich habe mir gerade eine Sawmill gekauft dazu. Cool. Ich kann das kombinieren und müssen dann dauernd hin und her laufen zwischen unseren beiden Häusern, weil wir voll dämlich sind. Aber es gibt wohl scheinbar echt tatsächlich keine Möglichkeit, zusammen eine Farm zu haben, ne? Nee, leider nicht. Vielleicht wollen die, dass man hier konkurriert untereinander, aber Tobi, wir konkurrieren einfach nie. Nee, sehe ich nicht. Wir fusionieren also einfach später unsere Farmen. Was ich bescheuert finde, da stand in den Büchern, stand das im Fernsehen, jeden Tag neue Crafting-Rezepte laufen, dass ja. die im Fernsehen kommen. Ja. Aber muss ich jetzt den ganzen Tag vorm Fernseher stehen oder was? Oh, bei Stardew Valley war es, glaube ich, so, dass man morgens immer, morgens gab es Wetterberichte und so, du konntest einfach mal reinschalten und dann lief mal irgendeine Sendung. Du musst dann zu einer bestimmten Zeit reinschalten. Ach, hier, da hat man ein Questings, wo man hin muss. Okay, das wusste ich nicht. Oh, guten Tag. $18 dafür, dass ich dir 3 Kartoffeln bringe? Willst du mich verarschen? Die 3 Kartoffeln hätte ich ja so verkaufen können, du Arsch. Hätten 15 gebracht, ne? Ja, na gut, ich habe noch 5-6 Freundespunkte gekriegt. Okay, na, dann geht's ja. Die mache ich vielleicht mal nicht ins Haus. Das Haus muss ich auch mal umbewegen oder man kauft ja eh ein größeres dann, ne? Ja. Oh, ich kann ihn nicht genau neben das Haus packen, okay. Das müsste so in etwa sein. Aha. Process. Raw Materials, Final Product. Ich mache Kartoffelchips. Schade, geht nicht. Ich mache Salat klein gehackt. Geht nicht. Okay. Sägemühle, muss mal gucken, was die macht. Also hier so Sawmill. Sieht schön aus. Was ist denn hier schön? Oh. Ich brauche einen Fernseher für Rezepte, glaube ich. Ja, ich brauche halt auch einen Fernseher. Aber ich weiß nicht, wo man den kriegt. Experiment? Okay. Ich kann auch experimentieren mit Rezepten. Das finde ich ganz cool eigentlich. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Muss ich da irgendwas reinziehen? Oh cool, das ist eine Küche. Ich habe jetzt Potato. Ich koche eine Potato. Warte. Tobi? Ja? Ich möchte dich gerne zum Essen einladen. Was? Ich habe leider noch keinen Tisch. Ich würde es dir aber hier hinstellen. Das macht absolut nichts. Ich habe für dich gekocht. Nein, ich hab's gegessen! Hä? Ich bin im Krankenhaus aufgewacht! Gott sei Dank hast du die selber gegessen, mein Freund! Scheiße, was? Was? Das war wohl nicht so gut! Da stand Disaster Dish und es sah echt hässlich aus und ich wollte sie einfach mal kredenzen! Ich hab nur eine Kartoffel gekocht, was kann da schief gehen? Ja, gut. Mach mal. Du wirst es auch noch lernen, Zwicker. Oh, scheiße. Okay, muss ich einen Fernseher? Muss ich jetzt erstmal einen Fernseher holen? Wo kauft man denn einen Fernseher? Bei dem Home-Dings? Nicht bei Improve... Oder? Doch, bei Home Improvement tatsächlich, glaube ich. Und wie viele Millionen Euro wird der kosten? Ich habe keine Ahnung. Shit, ich gehe den Rest des Tages nochmal nochmal angeln. Ah, ich hätte gerne noch ein Erdbeerfeld. Kaufst du doch Erdbeerseeds? Du hast doch genug Kohle. Ja, hast du recht, ich gehe mal. Also jetzt habe ich nicht mehr genug Kohle, aber wenn ich Kartoffeln verkaufe und so, dann mache ich das nochmal. Da gehe ich gerade nochmal mit, weil ich muss mich auch nochmal Kram verkaufen. Mhm.
Aber hier ist nochmal Blume. Ich gehe immer zum falschen Haus. So. Moin Niklas, ich habe eine Frage. Was kriege ich denn für ein lausiger Kartoffel bei dir? 3. So. Turnips bringe ich auch nur 3. Also ich verkaufe ja meine Sachen immer bei. Wie heißt der? Sebastian. Bringt das mehr? Glaube ich nicht. Ich hätte Lettuce anbauen sollen, vielleicht doch. Lettuce bringt mehr. Habe ich jetzt ganz viel angebaut. Ja, ich glaube, das ist auch besser als Erdbeeren, oder? Oder mehr Erdbeeren. Also in der Menge, in der Stückzahl. Das weiß ich halt nicht. Ich habe keine Ahnung. Oh, nein. Der gute Sebastian. Ja, da muss ich mal Lettuce Seeds kaufen, 20. Hat er gar nicht. Oh, hat er gar nicht. Scheiße. Was brauchst du? Hast du Lettuce-Seeds? Also Salat-Seeds? Warte mal, wie komme ich so viele Fenster hier offen? Hier. 20 eine Stück? Spende. Hast du 20? Du musst die halt noch als Seeds machen, ne? Das, ja, das ist okay. Oh, warte. Ach, warte mal, wir gehen mal raus hier. Das ist scheiße. Ja. Das ist vom Feinsten, Tobi. Du bist ein super Typ. Ja. Danke dir. Ja, gerne. Okay, kannst du vielleicht... Ja, irgendwie spackt das heute rum hier. Keine Ahnung. Jetzt habe ich. Ja, geil, danke dir. Ja, nice. Cool. Wenn ich mich revanchieren kann, sag Bescheid. Ja, klar. Kochen wir doch mal eine Kartoffel, wenn du es kannst. Das mache ich gerne. Wie doof, dass man die selber isst. Ich habe die nur aktiviert. Also ich habe nur den Slot aktiviert und er hat sofort gegessen. Vielleicht ist dein Charakter einfach hungrig bis zum Gehtnichtmehr. Hungrig. Aber wir sind bei 26 Minuten, wollte ich nur sagen. Oh ja, dann müssen wir gleich mal Schluss machen, wa? Ja, wir haben überhaupt, ne? Ja, schade, aber kannst nichts machen. Ja, dann machst du gar nicht. Nee, ist vorbei jetzt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, in der nächsten Folge wieder fleißig Fortschritte hier bei Pumpkin Days. Pumpkin. Jumio Pumpkins. Was? Come on, du gib mir Pumpkin. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ja, Leute, ich mache an der Stelle auch Schluss. Ich hoffe, euch hat es vielen gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ihr ist mir Kommentar immer gerne durch. Dann würde ich sagen, euch noch allen einen wunderschönen Tag, Leute. Und bis zum nächsten Video. Bye.